Er kennst du auch. Und wessen Frettchen hast du geschlachtet? Alkoholischen Getränken. Du schaust jetzt schon angesoffen aus. Es ist nicht so, wie es ausschaut. Kennst du? Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Freunde, wir sind heute bei den Amadeus Austria Music Awards, um uns das Who is Who der österreichischen Musiker anzusehen. Who ist ein gutes Stichwort, weil es ist die Frage, wer ist wer, man kennt nämlich keinen. Wir schauen, ob wir ein paar von den Stars vor die Linse bekommen und schauen uns auch an, was die tragen. Was ist styletechnisch auf diesen Green Carpet, vermutlich vom Yum gesponsert, da unterwegs. Wer hat was an und wer wäre lieber zu Hause geblieben? Ich würde sagen, wir quatschen nicht länger rum. Let's go. Ha, grün, perfekt. Dominik, grüß dich. Du, bevor die Stars da sind, haben wir gedacht, interviewen wir dich einmal ganz kurz. Das ist ein Mikrofon. Ja, das ist ein Mikrofon. Weißt du, bei YouTube und TikTok, da brauchen wir nicht so ein riesen Kamera-Equipment. Darum sind die Kameramänner auch billiger. Ja, meine kriegen gar nichts. Meine machen das freiwillig, aus Begeisterung und Arbeit. Und so gibst du dann ab und an einen Philipp Leinschott, wenn du das nicht mehr brauchst? Nein, das kaufe ich mir selber teuer. Das kaufst du selber? Geschenkt wieder nichts vom Philipp Leinschott. Ich habe mir gedacht, vielleicht schenkst du es ihnen, wenn du das fertig tragen hast. Ein bisschen dreckig sind wir schon, gell? Ui. Ach so? Ja, das ist was da passiert. Keine Ahnung. Macht nichts passiert. Du hast so intelligente Fragen auch? Oder? Ja, sicher, natürlich. Wer hat dich in die Hosen gesprengt? Ja, das schaut relativ eng aus. Ich frage mich, hast du zwei Leute dazu gebraucht oder hast du alleine reingefunden? Weil ich bin richtig bissig heute. Ja. Heute kriege ich noch eine auf die Papen. Scheiße, ich hätte den Heinzel noch fragen können, ob er froh ist, dass der Sido heute nicht da ist. Weil der hat ja tatsächlich mal vom Sido eine auf die Fresse bekommen. Ja, spielen wir jetzt ein. Sido schlägt auf Chili-Macher Dominik Heinzel ein. Ey Leute, mein Kollege kann einfach Backflip. Mach! Boah, Digga, das war krass. So, wir waren jetzt zwischenzeitlich noch gemütlich was essen und haben wahrscheinlich verpasst, dass ein paar Leute schon gekommen sind. Macht aber nichts. Schauen wir gleich wieder zurück. Ah, schnell. Wir haben schon die ersten gefunden. Wir haben da Adi Totoro. Das ist richtig ausgesprochen. Und Hanna Tulnik. Ja. Ihr seid, kann man sagen, die Creme de la Creme in Österreichs TikTok-Szene, oder? Vor allem du bist bekannt geworden mit diesen Vergleichen Schweiz und Österreich. Ja. Habe ich natürlich auch gesehen. Ich bin auch auf TikTok unterwegs. Wir sind wegen deinen Outfits unterwegs. Ihr seid eher klassisch gekleidet, schlicht und zurückhaltend, Korthose in Blau. Und du hast dich an deinen Partner angepasst. Ey, das war Zufall tatsächlich. Ah, okay. Ja. Partner würde ich nicht sagen, mehr Business-Partner. Business-Partner. Ja. Achso, seid ihr nicht zusammen? Nee, Business-Partner. Wart ihr schon drin? Nein, wir kommen nicht rein. Wir probieren reinzukommen. Achso, ihr kommt auch nicht rein, ihr seid auch irrelevant. Wir kommen schon rein, aber wir wissen noch nicht wo. Ihr schmuggelt mich einfach rein. Ja, wir sind die Schnellsten da heute. Okay, perfekt. Ich habe nämlich einen Kameramann mit. Ja. Also, das ist der Kameramann. Ja, das ist der Markus. Ja. Grüß euch. Nice. Outfit-technisch, als was ist er verkleidet? Sollen wir ihn einfach mal fragen? Entschuldigung, als was sind Sie verkleidet? Na, was schaut's aus? Lasst uns rein. Leider nicht. Ah, okay, danke trotzdem. Hast du noch eine Frage? Ja. Ja, trinkst du ja? Nein. Wir distanzieren uns ganz klar von alkoholischen Getränken. Du schaust jetzt schon angesoffen aus. Es ist nicht so, wie es ausschaut. Es ist vielleicht so, wie es ausschaut, aber nicht ganz. Okay, hast du schon was getrunken? A-Bier. Ein Bier. Hast du es tonalisiert? Was habe ich tonalisiert? Ja, wir haben wirklich tonalisiert. Doch, ja? Nee, wir haben noch nichts getrunken. Nee, okay. War nur ein Witz. Hallo Conchita, grüß dich. Darf ich dich was fragen? Wir machen vorhin beim Red Carpet. Komm. Der ist green. Oder green. Und wir haben keine Akkreditierung. Na, da sind wir leider noch zu klein für das Öffentlich-Rechtliche. Ein rabenschwarzer Tag heute, oder? Natürlich. Seid ihr Raben oder was seid ihr? Nein, wir sind Pestärzte. Wir haben sich gedacht, beim österreichischen Musikpreis kann ein Pestarzt nicht falsch sein. Ich verstehe dich akustisch so gut. Ja. Hat euch die Mama heute gleich anzogen? Ja. Schaut's nervös aus, habt ihr nichts gelernt, oder? Das ist aber so kurz vor der Prüfung jetzt noch. Ich hoffe, ihr habt so ordentliche Schummler vorbereitet. Haben wir überhaupt schon einen Musiker? Nein, gell? Ja. Bitte am Strandl. Was wär's, Matthias? Achso, ja, cool. Da, die. Entschuldigung, ihr schaut aus wie ein Musiker. Ui, dürfen wir dich fragen, wer bist du? Ich bin Jasmo. Bist du heute nominiert? Heute bin ich nicht nominiert, nein. Wir wissen selber nicht, was wir fragen sollen. Was würdest du dir für eine Frage stellen? Was ich heuer im November in Wien machen würde, ich würde von 2. bis 6. November zu den deutschsprachigen Poetry Slam Meisterschaften gehen. Aha. Und ich würde Ende September das neue Album von Jasmo und die Klangkantine kaufen. Okay. Ja, ich würde eher im Prater gehen, glaube ich. Bist du vom Modekanal? Ja, hallo, grüß dich. Wieso bist du dann ein Video zu sagen? Okay. Wieso bist du dann scheiße angezogen? Ich weiß nicht, mich hat die Mama anzogen. Okay, ja, das habe ich mir fast gedacht. Ja, meine Mama kann gut Leute anziehen und gut Leute ausziehen. Kann ich beurteilen, ja. Sonst würdest du mein Stiefvater werden. Hätte ich nichts dagegen. Ich auch nicht. Oh, so ohne Mama. Dann abonniert diesen Kanal, ich weiß nicht, wie er heißt, aber abonniert diesen Kanal. Ja!
Super, danke euch. Spaß euch noch. Dankeschön. Ja, cool. Ich glaube, das waren nicht die relevantesten, die wir heute sehen, oder? Servus! Guck mal, es gehört schon am Auto, das gern. Na servus, wir haben es dir ausgeraubt. Was machst du denn da? Ja, arbeiten tue ich. Arbeiten? Also was arbeitest du? Ja, als Spot Operator. Spot? Und das auf Deutsch? Ich beleuchte die Personen auf der Bühne. Ah, du hast den Spot und du leuchtest ja, quasi genau. Den Typen. Ja, das ist mit einem Joystick, aber ja. Kannst du das reinschummeln? Reinschummeln? Ja. Ich kann es probieren. Ja, geil. Okay. Ihr seid ja auch Musiker. Genau. Ah, cool. Wer seid ihr? Anger. Anger. Genau. Aber sonst alles im Griff, oder? Ja. Okay. Sieht sehr lässig aus. Wir haben eine Lederpants. Wo ist die her? Die ist Vintage aus Innsbruck. Dazu haben wir einen Strick an. Stricksweater. Ja, das ist so eine italienische Brand. Ich weiß nicht, wie die heißen. Okay, okay. Der Maximilian Store. Ah ja, es klingt nach einem coolen Store. Retro Super Future. Die Tasche ist cool. Ah ja, die ist auch. Was ist das für eine Tasche? Das ist Vivian Westwood. Ah, okay. Sehr, sehr cooles Outfit. Auch mit den Nails dazu, nicht schlecht. Bei dir sind wir auch so ein bisschen westernmäßig unterwegs. Voll, gell? Ich habe auch die Hose von Now Here oder Nowhere Vintage. Ja. Das ist auch von Maximilian. Ah, cool. Und ja. Ah, Marc Jacobs. Ja. Okay. Die Kette finde ich auch sehr, sehr cool. Ja, die Kette hat eine Designerin gemacht aus Glas. Das ist darf ich mal angreifen? Dasselbe Glas, wie man für Gläser benutzt. Aber das ist Plastik. Nein, das fühlt sich nur so an. Das ist eigentlich Glas wie die Weingläser, das nicht so stark kaputt wird. Ja, coole Fits. Coole Fits. Seid ihr auch Musiker? Weiß nicht. Das kann ich nicht verraten, leider. Okay, bleibt ein Geheimnis. Okay, können wir vielleicht, sind eure Outfits auch geheim oder kann man da drüber reden? Ja. Also das ist eine Bratz Hosen von Bratz. Ah, das sind diese Spielzeugdinger, oder? Genau. Ja. Das ist Nagellack aus meiner Nagellackkiste. Ah, okay, nicht schlecht. Und das ist eine Jacke mit Blumen. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Und das Shirt hast du selber gestaltet? Ja, das ist ein Shirt. Das sieht man gerade nicht, wenn du so zutippst. Da ist eine Schrift um, die ist auch ganz geheim. Aha, ich glaube irgendwas mit Trans habe ich gelesen. Ja, genau. Das Transnational Transportation. Ah, okay. Also du bist in Logistik tätig. Genau. In der Logistik. Ja. Was bringst du so von A nach B? Tabak? Ja. Mir ist dein Outfit aufgefallen. Sehr extravagant heute gekleidet. Von welcher Marke ist das? Von Mauer wahrscheinlich, oder? Aha. Ja, nicht schlecht, okay. Nike-Sneaker auf schlicht und dazu noch Adidas Cap. Ja. Nicht schlecht. Cool. Danke. Bist du auch Musiker? Nein, ich bin kein Musiker. Okay, verstehe. Ich bin Security. Danke dir, viel Spaß heute noch, gell? Okay? Viel Glück für die Awards. Servus, seit dem Video. Grüß euch. Wieso hast du nichts von M&M an? Ja, gute Frage eigentlich, scheiße. Ja. Also für Leute, die ihn nicht kennen, das ist Toby Romero. Das ist unsere ganze Hoffnung, was die DJ-Szene betrifft. Ja? Ja? Einer danke. Muss es machen, also zumindest was die Jungen betrifft. Ja? Danke, danke. Du bist halt auch da. Ich bin halt auch da. Bist du nominiert? Wirklich? Ja, schau, das soll ich sagen. In der Kategorie Dance and Electronic, aber hab leider nichts gewonnen. Es ist schon vorbei? Ja, es ist schon vorbei. Scheiße. Hätte ich das nicht sagen sollen jetzt, oder wie? Nein, doch. Es ist, weil du nichts von M&M angehabt hast. Ja, genau, ja. Okay. Das ist der Hauptgrund. Hast du gedacht, auf den Stages, da wird M&M tragen, aber wenn was Wichtiges ist, dann... Nein, normalerweise wirklich, aber gute Frage, warum ich ihn dann habe. Was hast du für Jacke an? Das schaut so ein bisschen Cactus Plant Flea Market mäßig aus. Ist er aber wahrscheinlich ehrlich? Ich glaube, es ist Bershka. Bershka? Ja, ich bin also super ehrlich. Nicht Cactus Blend Flea Market? Kaum teures Zeug, außer es ist M&M. Okay, ja, teures Zeug, M&M. Bist du heute bei den Music Awards? Du machst ja auch Musik. Ja. Stimmt, bist du heute nominiert? Nein. Okay. Cooles Outfit. Thank you. Von welchem Designer ist der? Das ist von Jennifer Mileda. Was macht die hauptberuflich? Designerin, Stylistin. Ah, okay. Was macht die hauptberuflich? Nix. Designerin. So wie ich halt. Also wer glaubt, wenn wir noch keine richtigen Stars vor der Kamera hatten, dass dieser Music Award irgendwie irrelevant ist? Nein, es gibt auch internationale Prominenz, die da heute am Start ist. Da war gerade Jonah Hill, das ist weg. Ah, da ist er. Jonah Hill, lieber Freunde. Jonah. Nice to meet you. Jonah. How are you doing? That's not my name. What's your name? Simon. Simon? Yeah. Yeah. And what's so. Sie haben sich da gerade von denen ein Autogramm geholt. Wer sind die? Ich kenne die nicht. Ah, Sie wissen gar nicht, wer das nein, ist? Nein, ich bin ein Autogrammsammlerin. Grüß Gott, seid ihr die Zillertaler Tückenjäger? Ja, was? Ungefähr. Jawohl, ja. Lässig. Ja. Cool. Und wessen Frettchen hast du geschlachtet? Das ist kein Frettchen. Ach so? Nein. Wir sind mehrere. Nein. Sondern? Ein Yeti. Ein Yeti? Ja. Du hast den gefunden. Ich habe ihn komplett zerlegt. Du bist Musiker, wer bist du? Ich.
Ach, sollte ich wissen, gell? Ja, sicher. Raf Camora. Nein, aber ziemlich, ziemlich gleich. Cooler Style. Servus. Rote Schuhe. Ja. Für uns in Österreich ist rot, weiß, rot. Da gibt es ein Meme, das ist eine Zeit lang auf Instagram herumgegangen. Mir fällt irgendein Startpaket war das. Aber anyways, sehr gut abgestimmt mit Rot. Ich glaube, das sind, danke, genau, Alexander McQueens. Kann sein, ja. Ich, kann sein, das weißt du natürlich nicht. Steht da, glaube ich, irgendwo, aber ja. Also, ist mir wurscht. Das fällt dir gar nicht auf, oder? Nein. Bei dem Preis, das nimmt man ja einfach mal so mit. Genau, genau. Und die Brille? Die Selbstdesign. Selbstdesign. Bist du Brillendesigner? Nein, aber es gibt ja Möglichkeiten, das trotzdem zu machen. Wo kann man das machen? In Berlin gibt es einen Laden, da kannst du das machen. Und warum hast du sie so klein gemacht? Sie zu klein? Ja, vielleicht ist mein Gesicht größer geworden. Ah, vielleicht. Ja, das kann sein. Jetzt hat er sich eine Brille auch noch aufgesetzt. Entschuldigung, der bettelt ja drum, oder? Raf, da geht's rein. Du musst da rein. Ah, gehen von hinten, alles super. Erkennst du auch? Ist alles gut? Nein, wir fragen einfach nur. Okay, fragen. Okay. Ihnen soll ich fragen? Sie machen wir, wir müssen alles freigeben lassen, was hier heute passiert. Ach so. Ach so. Das dürfen wir gar nicht machen. Okay. Aber du kannst schreiben, wenn du willst. Wir behandeln es hier schriftlich. Ja, nein, alles freigeben lassen. Schönen Abend. Leider der Hintereingang, muss man sagen. Fräulein Alps, jetzt hätten wir das auch einmal drin. War es bei euch auch so erfolgreich? Super, perfekt. Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da, auch für das Frau. Ja, schaut vorbei. Ich verlinke euch jetzt auch hier und hier ein weiteres Video von mir. Und bis zum nächsten Video. Das war's von mir, euer Maximilian.